Ich möchte jetzt zeigen, wie man Zeichen im Dokument ziehen kann. Zeichen sind also hier diese Buchstaben und auch die Leerzeichen. Und da möchte ich sie nur für einen bestimmten Bereich wählen. Wenn du jetzt eine vorwissenschaftliche Arbeit schreibst, dann geht es also nicht darum, jetzt die Zeichen im gesamten Dokument dann zu zählen, sondern nur wirklich das, was du hier geschrieben hast, ohne das Vorwärtsinhaltsliteraturverzeichnis. Ich zeige es jetzt hier mal an diesem Beispiel. Ich markiere jetzt einen bestimmten Bereich, möchte nur in diesem Bereich hier die Zeichen gezählt haben. Und das geht dann hier über Extras, Wörter zählen. Und dann kommt man hier für die aktuelle Auswahl, also den Bereich, den ich markiert habe, dann die Anzahl der Wörter und der Zeichen dargestellt. Und dann haben wir noch als Zusatzangabe für das gesamte Dokument die Angabe. Bei der vorwissenschaftlichen Arbeit markierst du also jenen Bereich ohne Vorwort, Inhalts- und Literaturverzeichnis und lässt dir dann über diesen Befehl Extras Wörter zählen, dann die Anzahl der Zeichen anzeigen.